wackel, 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 kna, kna, kna. Hier ist der Robert Götz Matuszewski. Ah, das ist heute wieder ein Ding gewesen. Ich habe ein YouTube-Video begonnen. Ja, ich starte gleich mal durch. Ein YouTube-Video begonnen und mit einem YouTube-Brabbeln stelle ich fest, das senden wir lieber auf YouTube. So ist das manchmal, ja. Freunde, wer mich nicht kennt, ich bin Robert Götz Matuszewski. Ich bin hier der heiße Draht in den Bundestag. Ich bin der Facility Manager. Und ich bin für alle ganz doll Linken, CDU, CSU, FDP, Grüne, Linke und die SED, die Partei von unserem Olaf Scholz. Ja, und ich habe Post bekommen, hier, da, ja, und zwar von der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Lieber Herr Matuszewski, ich kann Ihnen heute nur ganz kurz schreiben, da sich die aktuellen Ereignisse überschlagen. Ich als Ihre Mutti freue mich jeden Tag erneut, wenn Sie diese bunten Uhren tragen, Ehrensache, speziell die von unserem Lindner Ehrenmann. Weiter so, vorwärts immer, rückwärts nimmer, Freundschaft, ja. Das ist ein Schreiben von unserer Merkel, Dr. Angela, der ein oder andere erinnert sich ja noch, ja. Und Freunde, jetzt auf YouTube könnt ihr sehen, dass ich einen wichtigen Anruf bekommen habe. Ich bin ins Ausland berufen worden. Ich werde demnächst aus dem Ausland berichten, ja. Ich habe eine diplomatische Aufgabe erhalten. Ja, so sieht das aus. So. Und ich wollte heute eigentlich auch hier aus dem Gedichtewerk lesen, aber das mache ich aufgrund des Gedichts und des Inhalts, was als nächstes ansteht, auch lieber nur auf YouTube. Ich danke jetzt erstmal Ronald Klinkert herzlichst und ich danke Ulrike Krüger herzlichst und ich danke allen anderen, die hier kommentieren, abonnieren, teilen, bis zum Schluss gucken tun und all meinen Unterstützern. Und dazu gehört natürlich auch der Herr Habeck. Also er unterstützt mich jetzt mental mit seinen guten Informationen. Er sagt hier, wenn man Putin ein bisschen schaden will, dann spart man Energie. Ja, böse Zungen sagen, Moment mal, Amerika bezieht Öl weiterhin aus Russland und wir sollen Energie sparen, um Putin zu bestrafen. Er verkauft seinen Kram woanders hin, nach China zum Beispiel oder nach Südamerika, egal wohin, aber es ist dem egal. Nein, wir bestrafen Putin und machen die Heizung aus. Punkt, aus, Ende. Macht übrigens auch das Fenster auf, dass die Nachbarn sehen, dass ihr gerade Putin bestraft. So, dann ist ein streng geheimes Dokument von Fitzer aufgetaucht. Was darin steht, erfahrt ihr auf YouTube. Dann vereinbaren die Ukraine und Russland einen humanitären Korridor. Korridor, ja, so Korridor, da kann man dann Lebensmittel und Medikamente in die Ukraine bringen. Ja, schön. Ein Restaurant sagt, Putin-Befürworter werden hier nicht bedient. Ja, das ist auch toll. Man hat festgestellt, dass Krafttraining das Risiko eines vorzeitigen Todes reduziert. Da sagen böse Zungen, ja toll, dass knapp 15 Monate die Fitnessstudios zu waren. Man hätte ja auch zu Hause Krafttraining machen können. Punkt, aus, Ende. BMW stoppt die Produktion, weil Halbleiter aus der Ukraine fehlen. Nun gut, nun gut. Und Sigi Heinrich bei Eurosport hat alle Ungeimpften als Idioten bezeichnet. Ja, wo er links hat, hat er links. Ja. So, dann sagt der Versicherungsverband, Blackout gehört zu den größten Risiken für Deutschland. Böse Zungen sagen, ja, wenn ihr die Kraftwerke alle ausmacht, zum Beispiel die Atomkraftwerke, gibt es weniger Stromproduktion, das könnte zu einem Blackout führen. Nein. Das liegt alles an Putin. Wladimir Putin. Vlad, der Fehler. So. Übrigens, Putins Wachsfigur ist im Pariser Museum entfernt worden. Finde ich gut. Und heute gab es im Bayerischen Rundfunk und allen anderen Stationen Deutschland und europaweit um 8.45 Uhr Give Peace a Chance von John Lennon. John Lennon hat sich derweil auch schon im Grab umgedreht. Ja, dann gibt es ein Geheimpapier von der Bundesregierung. Darüber habe ich ausgiebig dann auf YouTube berichtet. Das ist jetzt etwas misslich, was da rausgekommen ist. Aber gut. Gute Nachrichten für die Ukraine. Die Bundesregierung schickt großzügig 2700 Raketen, Flugabwehrraketen an die Ukraine. Es sind die Stellar-Flugabwehrraketen. Das Modell aus ehemaligen NVA-Beständen der DDR ist so alt, dass es die Bundeswehr seit Jahren für die Nutzung sperrt. Doch dieser Hinweis wurde jetzt aus den Archiven entfernt. Ja, da sind wohl schon Risse in den Flugkörpern, aber gut, okay, passt schon. Ja? Grüße an die Ukraine. Der Odalf passt auf euch auf. Mückstein in Österreich, jetzt kommen international Nachrichten. Mückstein tritt zurück und hat sich in Rauch aufgelöst. Genauer gesagt, der Nachfolger heißt Johannes Rauch. So. Ja, dann berichtet auf 1 über Nebenwirkungen. Was für Nebenwirkungen erfahrt ihr auf YouTube? Susi Herzlich hat recht. Ich grüße dich. Ich grüße Heiko Walter und Claire Grube.
Und Polen möchte möglicherweise aus der EU austreten. Ja, das werden wir natürlich zu verhindern wissen. Kommt doch nicht in Frage. So, dann gab es Tausende von Windrädern, die durch einen Cyberangriff die Verbindung zum Headquarter verloren haben. Zwar bestimmt der böse Russe. Und die Katzenföderation sagt, also Katzen dürfen jetzt nicht mehr an Katzenschauen teilnehmen, wenn der Besitzer ein Russe ist oder eine Russin. Baerbock ruft dazu auf, die Demokratie zu verteidigen. Ich habe das auf YouTube bewertet. Ja, Demokratie muss verteidigt werden. So, und ein deutscher Busunternehmer, der russischen Ursprungs ist, hat mal schnell 30 Busse beschädigt bekommen. Ja, also das ist natürlich nicht in Ordnung. Also ja, ja. Aber kann ja mal passieren. In Österreich hat das Oberlandesgericht Wien die Entlassung von Mitarbeitern, die gegen Corona-Regeln verstoßen haben, rückgängig gemacht. Diese Entlassungen waren nicht rechtens, aber wir werden dieses Urteil einkassieren. Und jetzt kommen sehr gute Nachrichten von Getter. Ja, Getter reiht sich ein in Facebook und YouTube, die zensurfreiste Plattformen der Welt. Getter hat RT Russland entfernt. Ja. Getter. Hier ist eine Frau gestorben. Woran erfahrt ihr auf YouTube? Hier ist ein Mann gestorben. Woran erfahrt ihr auf YouTube? Ja, die waren aber auch schon alt. Er war hier schon 22 Jahre alt. Ja. Dann eine interessante Analyse zum Thema. Die EU hat Sanktionen gegen Russland verhängt und die europäischen Leasinggesellschaften verpflichtet, alle geleasten Flugzeuge aus Russland bis zum 28. März zurückzunehmen. Ja, was das für Auswirkungen hat und dass das unmöglich ist, erfahrt ihr auf YouTube. Weil da es Flugverbote gibt, können also russische Maschinen nicht hierher und auch europäische, westeuropäische Maschinen nicht aus Russland raus. Also es geht gar nichts. Es funktioniert nicht. Jetzt werden die Leasingfirmen wahrscheinlich pleite gehen. Und darüber wiederum freut sich Boeing. Ja, schön, passt. Aber ich habe das noch etwas expliziter erklärt auf YouTube. Ein offener Brief eines Polizisten, den habe ich vorgelesen auf YouTube. Der ist sehr unschön, dieser Brief. Und der Herr Pistorius meint, Verfassungsschutz sollte jetzt Putin-Freunde ins Visier nehmen. Ja, muss man sich bloß vor die Katzenschau stellen und gucken, wer da alles mit seiner Katze nicht reinkommt. Und schon weiß man, alles Putin-Freunde. Punkt aus Ende. So, hier sagt einer, statt russische Produkte sollte man Nestle-Produkte aus den Supermärkten nehmen. Das ist natürlich Murks, ja. Die Europäische Union rechnet mit mehr als 7 Millionen Flüchtlingen aus der Ukraine. Ja. Und eine Frau Professor Dr. Med Ortrud Steinlein, Direktion LMU-Klinikum, sagt hier, russische Patienten werden nicht mehr behandelt. Mehr dazu auf YouTube. Helmut Schmidt warnt aus dem Grab. Nein, vor 8 Jahren hat Helmut Schmidt gesagt, hier, Ukraine darf nicht in die EU, das gibt einen Weltkrieg. Ja, ist ja noch kein Weltkrieg. Ja, schön. England kippt Corona-Impfpflicht für Pfleger und Ärzte, das ist nicht schön. Die Grünen in Essen wollen die Städtepartnerschaft mit Nischin Novgorod, also Russland, auf den Prüfstand stellen. Das ist schön. Und die letzte Nachricht, Olaf Scholz möchte gerne das Vermögen von russischen wohlhabenden Menschen in Deutschland konfiszieren. Das ist doch positiv, oder? Dann ist eine offizielle biochemische und statistische Analyse nachgewiesen worden, die bestätigen, dass Moderna etwas gemacht hat. Und was Moderna da gemacht hat, ist sehr unschön, angeblich. Das erfahrt ihr auf YouTube. Und jetzt kommt die letzte Nachricht. Hier, Artikelverkauf. Diese russische Ware wird abverkauft und nicht mehr nachbestellt. Wir werden diesen russischen Lieferanten nicht mehr unterstützen. Böse Zungen sagen, was kann denn der Lieferant dafür? Ja, aber ist doch eigentlich, aber Freunde, das nennt man sippenhaft. Sippenhaft. Altbewährte Taktik funktioniert immer, ja. Wir nennen es, also man hat das früher so genannt. Wir nennen das heute Solidarität und Zivilcouragelichkeit. Ja, ist doch viel schöner als sippenhaft. So. Ich habe schon wieder so viel so gesagt. Es war ein merkwürdiges Video heute auf YouTube, weil ich gedanklich eigentlich ein YouTube-Video machen wollte, weil YouTube kommt immer zuerst in der Produktion. Aber ich muss es nochmal erklären, ich habe das YouTube-Video produziert und während der Produktion des YouTube-Videos habe ich gemerkt, es wird ein YouTube-Video. Also habe ich jetzt nicht das YouTube-Video gemacht, sondern das YouTube-Video, das ist in meinem Kopf, alles, Freunde, da geht drunter und drüber. Freunde, geht auf YouTube, weil ich habe heute, wirklich wahr, ich habe einen Anruf bekommen von Olaf Scholz und ich muss wohin? Ich muss diplomatische Arbeit leisten, das ist wirklich wahr. Erfahrt ihr auf YouTube. Link hänge ich hier runter. So, ha! Jetzt grüße ich euch nochmal ganz schnell von Bruno, Kevin, Jerome und meiner geliebten, geschätzten, verkötterten Frau Martina.
und stelle uns anheim, dass wir einfach mal optimistisch bleiben, standhaft, voller Tatkraft und dass wir zusammenhalten. Zusammenhalt ist wichtig, Freunde. So, und wenn euch meine Arbeit gefällt und ihr mich unterstützen möchtet, freue ich mich sehr. Ich hänge mal PayPal und Konto unten runter. Wir machen einfach munter weiter. Das reimt sich auch mit munter. Munter runter. Ich hänge runter und wir machen munter. Egal. Also seid gespannt, wo ich sein werde. Diplomatische Mission. Schaut euch das auf YouTube an. Und jetzt kommt die wichtigste Botschaft überhaupt. Ich, The Shadow Man, Robert Götz-Matuszewski, unterstütze die Realitätstheoretiker der Bundesregierung, die Nichtrechten, also die Unrechten. Punkt, aus, Ende. Ich bin gegen Verschwörungstheoretiker und für Ignoranzpraktiker. Ja, ich unterstütze die CDU, CSU, FDP, Grüne, Linke und die SED, die Partei von Karl Lauterbach. Macht's gut, ich hab euch lieb. Tschüss, Gens.